Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ari und ich habe heute hier eine De'Longhi-Maschine der Baureihe ESAM, die beim Bezug von Heißwasser sowie Milchgetränken immer den Aufheizvorgang beginnt, aber einfach abbricht. Also es steht dort Aufheizvorgang, bitte warten und dieser wird abgebrochen. Und ich werde euch heute zeigen, wie wir diesen Fehler beheben werden. Bitte zieht vor dem Öffnen des Gerätes auf jeden Fall den Netzstecker, damit ihr keinen Stromschlag bekommt. Für die Reparatur werden wir folgende Werkzeuge benötigen. Eine Zange, einen Kreuzschraubendreher, eine Ratsche sowie optional ein Spannungsmessgerät. Dann wollen wir mal anfangen. Als erst lösen wir mit dem Kreuzschraubenzieher die zwei Schrauben auf der Rückseite, um die Rückseite abnehmen zu können. Nach dem Öffnen des Gerätes können wir auch gleich die Problemstelle sehen, die Dampfheizung. Diese hat zwei Thermosensoren, einen unten sowie einen weiter oben und ihre eigenen Anschlüsse. Die Dampfheizung und die Kontakte müssen wir auf Durchgang prüfen. Dazu nehmen wir unser Multimeter, stellen es auf 100 bis 200 Ohm und messen das Ganze nach. Die Thermosensoren müssen, je nachdem welche verbaut sind, ob 170 Grad oder 318 Grad Sensoren, einen Widerstand von 0,4 bis 0,5 Ohm haben. Die Dampfheizung an sich hat Werte zwischen 54, 53 und 55 Ohm. Sollten diese Werte nicht gegeben sein, bitte das defekte Teil austauschen. Ich habe schon alles durchgemessen und dabei herausgefunden, dass bei mir die obere Thermosicherung kaputt ist. Das ist die hier oben. Und muss diese nun ersetzen. Dazu werde ich das Gerät etwas weiter zerlegen, die Seitenpaneele abnehmen, sowie das Oberteil, damit ich die Dampfheizung ein Stück rausnehmen kann. Um die Seitenpaneele zu entfernen, müssen hier oben und hier unten, so wie wir auf der Gegenseite, vier Schrauben insgesamt entfernt werden. Das obere Stück des Gehäuses lässt sich wie folgt entfernen. Hinten werden zwei Schrauben entfernt und vorne wird jeweils die obere Schraube zum Display entfernt. Des Weiteren müsst ihr im Bohnenbehälter unter der schwarzen kleinen Klappe die Schraube entfernen. Nachdem das erledigt ist, können wir besser an die Dampfheizung kommen. Ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen Platz verschaffen und die Wasserpumpe ausbauen, damit ich mehr Platz zum Arbeiten habe. Zur Seite. Um die Dampfheizung rauszubekommen, müssen wir noch zwei Schrauben lösen. Eine hier vorne und eine hier hinten. Als nächstes hebe ich die Dampfheizung hoch und begebe mich auf die Rückseite. Auf der Rückseite werden wir eine Mutter sehen, die lösen wir mit einer 7er Nuss. Nachdem die Mutter gelöst ist, können wir den defekten Sensor abziehen. So sieht das gute Stück aus. Zur Sicherheit werde ich noch eine Messung durchführen, um mir auch zu 100% sicher zu sein, dass das Teil wirklich defekt ist. So, ich habe mir zwischenzeitlich einen neuen Thermosensor besorgt, diesen wieder draufgepackt und werde ihn nun von hinten festschrauben. So, dann kann ich das Ganze wieder auf die ursprüngliche Position schieben und erneut mit den Schrauben fixieren.
Und das gleiche auch mit der Schraube hier drüben. Die Steckverbindungen werden nun wieder an den Sensor angebracht. So, die Wasserpumpe kommt nun auch wieder nach oben und wird wieder ganz normal angesteckt. Nachdem das erledigt ist, können wir uns wieder aufs Gehäuse konzentrieren. Wir packen jetzt erst wieder das Top drauf, schrauben es wieder komplett fest, die Seitenteile und dann das Rückpanel. Das Oberteil wird wieder fixiert, jeweils mit einer Schraube hinten, sowie auf jeder Seite mit einer Schraube vorne beim Display. Und bitte nicht vergessen, oben im Bodenbehälter ebenfalls wieder die Schraube festzuschrauben. Als nächstes kümmern wir uns wieder um die Seitenpaneele. Diese werden wieder auf die Seite aufgesteckt und mit zwei Kreuzschrauben befestigt. Nun haben wir auch dies erledigt, jetzt können wir wieder die Rückseite anbringen und diese am Ende wieder mit zwei Kreuzschrauben fixieren. Eine Schraube oben sowie eine Schraube unten. Nach dem Austausch des Thermosensors oder der Dampfheizung, je nachdem wofür ihr euch entschieden habt, sollte die Maschine wieder 1A laufen und der Fehler Aufheizvorgang bitte warten sollte verschwunden sein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, die Maschine wieder zum Laufen zu bekommen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentarsektionen für mich dalassen. Ansonsten würde ich mich über ein Like oder ein Abonnement freuen. Bis zum nächsten Mal.